Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Agent Talker CV, kurz gesagt Agent. Heute wird das kurzzeitiges Thema werden in diesem Video, weil mit Kanalmonetarisierung. Ja, es wurden mir einige Vorwürfe in den Raum gestellt und die werde ich jetzt in diesem Video auch mal widerlegen. So einfach mal, um auch mal zu zeigen, wie das nun wirklich ist. Ich habe ja immer gesagt, ich stehe hier für die Wirklichkeit. So, und das ist auch nach wie vor so. Ich monetarisiere meinen Kanal nicht und da gibt es auch Unterschiede, die möchte ich euch natürlich ganz klar zeigen, weil es gibt nämlich Unterschiede, die das auch belegen, wie das halt aussieht, wenn man seinen YouTube-Kanal auch monetarisiert und auch nicht monetarisiert. Ich monetarisiere meinen Kanal nicht. So, ich habe aber auch einen Beispielkanal so auch zur Hand, den ich auch supporte, der auch tatsächlich auch monetarisiert und auch eine Kanalmitgliedschaft auch anbietet für ein gewisses Preissegment. So, darauf werde ich jetzt auch mal näher eingehen, was das ist, wie das aussieht, weil die Preise kann man in der Regel auch selber festlegen für einen Abo-Preis. Das möchte ich hier auch noch mal ganz klar sagen. So, aber ich mache das nicht. So, erstmal zeige ich euch meinen Kanal und dann den Beispielkanal. So, ja, ihr seht es hier. So sieht eigentlich ein Kanal aus, wenn er nicht monetarisiert. Und das ist hier der Kanal, den man monetarisieren kann. Dann klickt man auf Mitglied werden drauf, wenn man das hat. So, er hat hier zwei Abos im Angebot. Hier einmal so ein kleineres Paket, so für 3,99 und einmal so für 10 Euro. Das sind halt so Sachen, die dann halt auch nochmal spezialisiert sind. Da sind auch mehr Extras drin und was. So. Und das habe ich jetzt hier nicht drin. Ich habe keine Kanalmitgliedschaft drin, weil das wäre wie hier auch, wäre das ja gleich zu sehen, neben dem Abo-Button, wo man ein Abo draufdrückt, ein Abo hinterlässt, wäre da auch gleich daneben ein Mitglied werden. Und das ist bei mir nicht der Fall. Das ist bei mir nämlich nicht da. Und ja. Gut, ich kann das auch gleich nochmal anders zeigen. So. So. Wie das halt aussieht. So sieht das halt aus. Ne? In der Regel ist dann so ein Abo-Button. Und dann in der Regel gleich daneben, wie beim Date-Doktor halt auch, dass man Mitglied werden kann. So, das ist aber bei mir nicht der Fall. So, damit widerlege ich das jetzt hier, dass ich damit Geld generiere. So, weiß ich nicht, was der Vorwurf sein soll. Soll er doch zum Amt gehen und mich ankacken gehen? Ich habe Beweise, dass das nicht der Fall ist. So, ich breche mir nicht daran den Hals. Das möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen. Wer meint, sowas zu machen, bitteschön. Ja, das ist nämlich eine falsche Information. So, und auch die Behörden, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, wo derjenige das Geld nämlich auch beziehen kann, kann auch eine ganz klare Anzeige machen wegen Falschinformationen. Weiß ich nicht, ob man unbedingt jetzt sich daran den Hals brechen möchte. Einige Leute scheinen das zu wollen und schreien auch danach und können es nicht sein lassen. Können mich nicht in Ruhe lassen, belagern mich, gucken, was ich mache, was ich spiele, kaufen sich genauso wie ich die Nintendo Switch Pro Konsole und machen noch andere Chosen. Verwenden illegal mein Logo, verletzen dabei auch mein Urheberrecht und mitunter auch Markenschutzrecht. Weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. So weiß ich nicht, warum man das tun sollte. Diese RPM-Zahlen, möchte ich hier auch nochmal sagen, das kann man auch nicht immer sich darauf festlegen, weil es im Prinzip ja auch irgendwo auch Klickzahlen sind, die man auch generiert. Und ab 1000, soweit ich weiß, von der RPM her ist es so, wenn man 1000 macht, dann sind das, weiß ich nicht, ein paar Centis oder sowas. Der nächste Argument wäre auch, wenn ich meinen Kanal monetarisieren würde, hättet ihr auch in einer Tour Werbung. Ne? In den Clips zwischen den Sachen, die ich so in den Clips auf jeden Fall mit drinne, so zwei, drei Werbespots, je nachdem, wie das auch eingestellt ist. Kriegt man da, sind da auch in den Videos, die man auch macht, hochlädt und was, wo man auch Geld generiert, auch Werbung drin. Und durch die Werbung generiert man natürlich auch Geld. Und das geht halt nur, wenn man auch monetarisiert, was ich nicht tue.
So, ich nenne jetzt hier keine Namen oder sonst irgendwas, man braucht auch nicht darauf reagieren, denn das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Alle Inhalte, die illegal verwendet werden, ohne meine Zustimmung, ohne E-Mail-mäßig angefragt zu haben, ja, lasse ich natürlich auch wieder entfernen. Und das ohne Wenn und Aber. So, Leute, von denen ich nichts wissen will, die brauchen mich sowieso nicht anschreiben. Da habe ich gar kein Interesse dran. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass man mich in Ruhe lässt. So, ganz einfach. Das sage ich jetzt hier allgemein. Und da braucht man nicht irgendwie versuchen, mir eine Kacke zu pupen und zu sagen, dass ich ja meine Abos gekauft hätte, dass ich meine Klicks gekauft hätte. Alles so Sachen, die zu widerlegen sind, weil das sind Sachen, die ich selber generiere. Da kaufe ich keine Likes oder sonst irgendwas. So, derjenige, der mir das vorwirft, hat natürlich die hat die Likes selber gekauft. Sonst hätte er nicht so viele Likes. Denn es ist schon ziemlich ungewöhnlich und sieht ziemlich komisch aus, wenn da mehr Likes sind, als derjenige an Abonnenten hat. Möchte ich auch nochmal hier ganz klar sagen, habe ich nicht. So, meine Likes sind in der Regel unter dem Durchschnitt von den Videos. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch für jeden Like. Das möchte ich auch ganz klar sagen, vor allen Dingen ganz besonders im Live auch. Aber da ich das auch nicht selbstverständlich finde für den Support und was, damit das Video auch leichter gefunden wird. So. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach auch so, das zeigt auch wieder, warum ich mit diversen Leuten nichts zu tun haben möchte. Weil es immer wieder zeigt, was das für Leute sind vom Verhalten her und warum das alles so ist. Ja? Ich werde da auch nicht weiter darauf reagieren oder eingehen. So, ich habe jetzt dazu was gesagt. So, und ja, sollen die Leute entsprechende Belege beilegen, dass ich darüber hinaus Geld verdiene, was ich nicht tue. Ne? Dann geh mal schön zum Amt, melde das. So, wenn ich das aber meiner Sachbearbeiterin aufkläre und ihr alles zeige, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Und ja, dann bin ich auch nicht derjenige, der letztlich dem das sauer überkippt und sich nicht den Hals daran bricht. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Und das braucht man auch nicht. So, ich mache mich in dem Punkt nicht strafbar. So. Weil das ja auch wieder Sachen sind, die zu meinem Nachteil sind. Das möchte ich ja auch ganz klar nochmal sagen. Braucht man nicht versuchen. Weil letztlich bin ich nicht derjenige, der die Strafe zahlen muss und auch Schadensersatz am Ende zahlen muss. So. Einfach mal überlegen, was man sagt, was man behauptet und fertig ist. So. Ne, das muss ich einfach nochmal sagen. Man geht ständig auf mich los. Drei Leute gehen auf mich los, haben nichts anderes zu tun, können mich nicht in Ruhe lassen. Ne, die eine Person, die mich unbedingt haben will, die mich unbedingt ins Bett kriegen will und ich sage, ich will das nicht. So, und auch für sie kein Nein gibt. So, dann ihr Ex-Partner, der stinksauer auf mich ist, weil er ja seine Ex-Freundin nicht haben kann, weil sie ihn nicht will. Ich habe daran keine Schuld, wenn sie das nicht möchte, wenn sie ihn nicht mag. So, jede Frau sucht sich halt ihren eigenen Hahn aus, den sie wirklich will. Das muss ich einfach sagen, das kann ich immer nur wieder sagen. Und ich muss keine Frau manipulieren, um die ins Bett zu kriegen oder zu sagen, ach komm, lass uns zusammen sein oder sonst irgendwas. Weil ich einfach auch grundlegend sage, wenn eine Frau mich mag, dann wird sie das schon sagen. Und dann wird sie das auch nicht nur sagen, dann wird sie das auch zeigen, wen sie wirklich will. Ohne dass ich da manipulieren muss. Ne? Grundlegend bin ich da so ehrlich und ja. Weiß ich nicht. Ich gebe mitunter Fehler zu, als ich eigentlich müsse. Und selbst in meinen Videos, weil ich einfach auch sage, wir stehen hier in der Wirklichkeit. Und wenn man halt auch zeigt, dass man Mensch ist, irgendwo, das zeigt da mehr Menschlichkeit aus, als man es eigentlich müsse. So. Das ist einfach so. Und der andere, so, ja, der ist gepiekt. So, einfach mal das grundlegend zu sagen. Weil ich mit ihm nichts mehr zu tun haben will. Weil er dafür gesorgt hat, dass ich fast obdachlos geworden bin. Mehr oder weniger. Ja, so, und das ist auch nicht der erste Fall mit dem Amt, was er da getan hat. So, und das zeigt auch wieder alleine schon, dass er damit droht, warum ich mit ihm nichts zu tun haben will. Es zeigt genau dieses Verhalten. Er zeigt ja nicht mal das Gegenteil. So, dass ich sagen könnte, ach, er hat sich geändert. Könnte mir vielleicht eine Chance geben oder so. Nö. Ich habe halt auf so eine Art, der Art von Scheiße einfach keine Lust und es ist einfach für mich Zeitverschwendung. Nur mal dazu gesagt. Ich sag dir mal bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Agent.